Novensen Lapetin. Muss sie gar nicht in diesem Moment. Da sind die ersten Breakbälle nach dem zweiten Doppelfehler der Weltranglisten ersten. Einstein, yes. Vorteil Williams. Und noch ein Breakball. Einstein, yes. Vorteil Williams. Keine Frage, das macht eine Weltranglisten-Erste vom Kaliber einer Serena Williams aus. Wenn es brenzlig wird, kommt. Spiel Williams. So auch in diesem Fall. Auch wenn sie hier gewinnen sollte heute. Weiterhin die Nummer 12 sein der Welt. Schnell unterwegs. Schafft nur 5 andere Spielerinnen. Ja, und da muss man schon das Beste auspacken, einiges riskieren. Mischkina tut es. 30, 15, 40, 15. Spiel erreichte damals das Viertelfinale. Das ist natürlich extra klasse. Einstein, yes. Ja, mal sehen Sie diese Schnellkraft. Gerade auch auf der Rückhandseite. Vorteil Williams. Mit sehr guter Länge in diesem Fall wieder ein Stand. Ja, da war alles offen und sie versucht es gegen die Laufrichtung, versucht den schweren Ball. Und erneut setzt sie den Return auf die Linie. Und wieder hadert Serena. Ja, da kommt sehr, sehr viel zurück. In dieser Anfangsphase. Und sie tut's. Profitiert allerdings von diesem Fehler. Und erneut der Fehler auf der Rückhandseite. Vater Andrei kann zufrieden sein. Das Break zugunsten von Mischkina und die russischen Fans wittern Morgenluft. Mischkina serviert. No, 30,
Das ist klar. Wenn man ihr auf die Rückhand serviert, dann... Der war auf der Linie sehr gut korrigiert vom Schiedsrichterstuhl und damit 15 beide. Ohne Mühe, Serena Williams zum 5:2. Und dann nochmal sehr couragiert gespielt von Myshkina. 58 Kilogramm schwere Russin. Gibt nochmal alles in die Waagschale. Und dann hier ein sehr gelungener Abschluss. Damit also. Da geht ins Aus und damit holt sich Myshkina tatsächlich dieses Spiel. Zu präzise, zu gut. Das ist diese Rückhand, gefürchtet, gerade auf diesen schnellen Belag. Und damit der Aufschlag mit so viel Schnitt nach außen. Und dann holt sie sich den ersten nach 40 Minuten. Das Glamour Girl aus den USA macht Druck, macht Dampf. Es gibt noch eine Ebene und die ist nicht die unwichtigste. Im Viertelfinale an Chanda Rubin, das war die letzte Niederlage. Ja, das ist genau das. Das war ein ganz harmloser Zweiter. Nochmal der Return-Fehler, obwohl auch dieser zweite relativ harmlos ausfällt. Ah, letzter Einsatz, super Punktgewinn. Nochmal die Möglichkeit zum 4:1.
Und das ist das Doppelbreak, glänzend abgeschlossen mit diesem Ball gegen die Laufrichtung, vor allem auf der Rückhandseite bei eigenem Service. Ja, solche Bälle freuen sie geradezu, dann kann sie ihr bestes Tennis auspacken und sie tut es erneut mit der Rückhand. Losdonnert. Und immer wieder diese Aufschläge von der zu gut. Das ist der Matchball. Und wieder das Winkelspiel. Zu gut. Mischkina möchte zumindest noch einen Aufschlag gewinnen. Ja, schätze ich jetzt zum Ball. Klar. Auch da wieder weit im Feld und Matchball Nummer 3. Knapp daneben. Das Ende vertagt. Ja, sie kann zumindest noch einmal den Aufschlag durchbringen. Wunderschöner Punktgewinn, die dieses Spiel sicherlich nicht mehr gewinnen kann, aber zumindest nochmal für Furore sorgt und zeigt, was sie drauf hat. Ah, da hat sie nochmal alles gegeben, Mischkina, aber Williams ist da und holt sich Matchball Nummer 4. Da geht sie im wahrsten Sinne des Wortes in die Knie vor ihrer Gegnerin. Haben Sie das gesehen? Was für ein Abschlussbild. Könnte man wunderschön auf den Titel eines Tennismagazins bringen. Das ist also der 8. Sieg für Serena Williams in diesem Jahr. 6-3, 6-2, das erwartet klare Ergebnis. Keine Mühe also für die Weltranglisten Erste, die jetzt mit 1200 Punkten vor ihrer Schwester Venus Williams führt.
laufen. Ich möchte auch noch hinweisen natürlich auf heute Nacht, 12 Uhr, das Finale. Um Mitternacht also aus Hongkong. Dann zwei Spanier, Ferrero und Meuer. Da wird es womöglich etwas enger werden. Das Ganze mit meinem Kollegen Ralf Klinkenberg. Das war es also aus Leipzig. Eine schöne Woche in Sachen Damen-Tennis. Sehr, sehr viel geboten. Kim Kleisters hat es nicht zum dritten Mal geschafft. Serena Williams hat als Favoritin dieses Turnier zu ihren Gunsten entscheiden können. Mal schauen, wer in der nächsten Woche in Moskau zuschlägt. Jürgen Höttger sagt Tschüss und Servus. Hier geht's weiter mit Superbike und Lenz Leberkorn. Ich wünsche noch einen angenehmen Abend.